Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Destiny. Letzte Folge haben wir den Strike gemacht und in dieser Folge gehen wir mal wieder auf den Mond und machen hier die Story-Mission, das Schwert von Crota. Dringen die Schar-Festung ein und zerstöre das legendäre Schwert von Crota, eine Waffe, mit der einst tausende von Hütern getötet wurden. Ja. So sieht's aus. Kann man mal machen. Ach, für alles brauche ich Level 11 und 12 und Ich habe gerade auch noch ein bisschen was umgebaut. Hier habe ich einen für Level 62 bekommen. Und hier habe ich... Ich habe die Kryptarchenaufzeichnungen nach Level 88 für Level 12. Hör zu. Vor langer Zeit eroberte Crota den Mond. Sein Schwert war so dunkel, dass es alles Licht verschlang. Nun schläft Crota, nicht aber das Schwert. Die Warlocks gehen davon aus, dass die Schwarmprinzen es in einer Kammer bewachen. Wenn du uns das Schwert bringst, sorgen wir dafür, dass es niemand mehr führen wird. Ah, okay. Wieso dürfen wir das dann nicht selber nehmen? Nur mal so? Ist halt böse. Einfach so? Weiß ich nicht. Um das Schwert zu vernichten, müssen wir seine Macher, die Schwarmprinzen, finden und töten. Einer von ihnen soll eine Kultstätte beim Höllenschlund bewachen. Den nehmen wir uns zuerst vor. Okay. Ist das da die Erde? Ja, ne? Ja. Na, guck mal da oben, da ist sowas Bläuliches, ne? Siehst du das? Ja. Das sieht komisch aus. Okay, dann. Oh, guck mal, die dreht sich sogar. Was? Ja, die dreht sich. Ja, echt, die dreht sich, ja. Voll gut. So, wo müssen wir denn hin? Hinten. Schön, wir müssen auch bald mal die Mission für die unsere die Mission machen, wo wir zusammen da was machen müssen. Ja. Ja gut, das sagt mir jetzt nichts. Ich weiß gerade auch nicht mehr, wie die heißt. Die Kultstätte ist direkt vor uns. Mhm. Achso, die da hinten, da. Sieht voll gut aus. Autsch. Aua. Ist ja runterfallen können. Ja, macht nichts. Nicht in den Höllenschlund fallen. Oder das. Ja doch, das war doch der. Hey, ja. Hey. Ja, genau, Höllenschlund. Ich bin noch da. Kein Problem. Ja. Dort finden wir ihn. Hoffentlich bist du bereit. Mir kommt Gegner. Aber wir sind jetzt Level 7, alles gut. Alter, ein Kopfschuss mit dieser Waffe, das ist down. Hier ist ein Ritter. Boah, ich liebe diese Granate. Aua, aua, aua. Ja, das gibt's doch nicht. Warte. Pass auf mich. Kopf eingefroren. Ich führe uns zu den anderen. Ah, okay. Wo müssen wir hin? Hier zurück. Oder auch nicht. Da hinten. Gut, das ist ein bisschen weit weg. Dann können wir wieder fliegen. Hallo, meine Freunde, ich bin da. Ja, wo ist er? Ja.
Da ist er. Ne, das ist nicht der Ritter. Das sind nicht die beiden Ritter da. Das war richtig für den Arsch. Wow. Komm schon, das haut er ab. Boah, mein Messer macht 440 Schaden. Wenn ich treffe. Oha. Wurfmesser. Ich hab eine Waffe bekommen, oder? Nein. Scout-Gewehr. Nee. Hm, sowas hab ich gerade. Ja, ist eine Einschusswaffe, ich weiß nicht. Oh, lila Munition. Ja, ich will ja nicht für Unruhe sorgen, aber ich orte das Schwert durch das Licht der Hüter, die es getötet hat. Etwas weiter unten. Ah, okay. Wieder Einstieg einschränkt. Hihi. Hm. Tag. Klopfen mal an. Sagen mal hallo. Einfach mal so. Vielleicht geht's denn ja gut, ich weiß es nicht. Boah, nicht mehr ein Raketenwerfer. Ja, diese Ritter, ne? Ja, die nerven. Die haben Schallschutzschild immer. Das Schwert ist nah. Ich spüre seine Kraft. Jo, 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 jo. Ach, Wurfmesser hat man trotzdem noch. Auch wenn man einmal gemessert hat. Okay. Ja, sonst hätte ich jetzt nicht nochmal gemessert. Klar hat man das noch. Ja, ich habe einen Helm bekommen. Hexe. Hallo, Hexe. Da ist er weg. Da ist das Schwert, hier ist das Schwert. Wo denn? Ach da. Toll. Können wir erstmal erledigen, oder? Ja klar, erstmal wegmachen hier und dann... Schnapp dir das Schwert. Okay. Das sollte sie hervorlocken. Hab ich. Hast du es auch? Nee, kann nur einer haben, oder? Ja. Seine Kraft ist dunkel. Okay. Ich geb dir das später auch mal, ne? Nee, ich will's nicht. Willst du nicht? Das ist ein dunkles Schwert, das ist echt böse. Das macht aber alle platt. Boah. Das ist voll geil, das Schwert. Also. Boah. Ich hab ein super. Guck mal. Ach, ein Schwert super hat man auch. Ah, sag mal. Das wusste ich zum Beispiel nicht, wie ich es zum ersten Mal gespielt habe. Tja. Man weiß vieles nicht, wenn man zum ersten Mal spielt. Ja, wo ist der? Na, hören. Umstellen. Super bereit. Um uns herum gibt es jede Menge Bewegung. Die Schwarmprinzen wollen zum Schwert. Hm. Der macht so viel Schaden, dieser Prinz hier. Xo-Prinz. Aber ich mach halt auch viel Schaden, weil. Ja. Komm schon. Oh, das ist aber boah, fast kein Leben mehr. Oh. Ja, genau. Ich konnte gar nicht wegrennen von dem. Kevin, renn weg. Ist ja schwer. Ja gut, das habe ich wieder genommen. Und ich werde eigentlich auch bequem. Kevin, nimm du mal. Warte. Ich werde gerade von Dr. LeFloid angegriffen. Dann komm, nimm du mal.
Kann ich nicht, bin fast. Hier ist keiner. Hier ist aber gerade keiner. Oder Prinz ist hier. Ja, da war gerade so ein fetter Typ, Alter. Sag mir eine Frage. Komm jetzt, der Prinz hinter mir. Komm, nimm das Schwert. Ich weiß nicht, wo es ist. In der Mitte, das leuchtet doch da, wo es lag. Das liegt immer da. Hey, was machst du? Geh doch zum Schwert. Geh zum Schwert. Hey, der war doch gerade hinter mir her. Wieso bist du jetzt? Geh zum Schwert. Ist doch egal. Oh Mann, dann nehme ich halt das Schwert. Brauch ich das, um den zu besiegen? Ja, du musst das Schwert nehmen. Meine Güte, ey. Ist doch egal, wer es hat. Hauptsache einer hat's. Ja, du musst mein Schwert nicht nehmen. Ich hab keine Ahnung. Aber man schippt halt hier total schnell. Hä, wieso kann ich nicht ausweichen? Was ist das für ein unlogischer Mist? Der forscht mich. So, einen haben wir noch. Schwarmprinzen. Ja, schon wieder was bekommen, meine Güte. Da ist er doch schon. Wo war schon der Schwarm? Hilfe! Oh, da ist er weg. Headshot. Ach, man kann nicht nur diesen, sondern auch den. Ah, also jetzt ich. Jetzt weiß, kann ich das Schwert erst bildgeschickt bedienen? Jetzt ist es weg. Alle erledigt. Das heißt, das war eine der stärksten Waffen, die Schar je gegen uns eingesetzt hat. Ich glaube, das. Das glauben uns die Kryptarchen nie. Das hätte man einfacher machen können, hätte man gewusst, wie man das Schwert bedient. Weil mit Granate schmeißen und Messern kann man auch nochmal andere Angriffe ausführen. Ach so. Ja gut, hey, wusste ich halt nicht, ne? Sagt ja auch keiner. Vorher nicht so wissen. Steht da ja auch nirgends. Na. Heißes Leben habe ich bekommen. Wie? Auslöschen. Aber guck mal, wir haben gleich viel Lichtlevel. Ne, gleich viel alles. Nicht schlecht. Ja, ich bin ein kleines Bällchen weiter wie du. Ja, Level, aber Lichtlevel meine ich halt. Level ist ja kein Ding. Wenn wir Level 14 ja. Zählt das ja sowieso nicht mehr. Da ist ja alles durch. Ja. Ah, wir haben Upgrade. So, wir sind jetzt bei 12 Minuten. Na, dann gehen wir mal. Warte, machen wir doch jetzt die nächste Mission auf dem Mond. Und zwar die hier: Kammer der Nacht. Du suchst die Scharfestung nach einer Kammer, von der der Sprecher vermutet, dass es. Dass dort ein dunkles Ritual abgehalten wird, das den Reisenden zum Schweigen bringt. Okay. Und ich habe noch ein Upgrade. Mal gerade mal rein. Präzisionskills mit dem Wurfmesser reduzieren den Abklingzeit des goldenen Kanone. Ah ja, das ist auch nicht schlecht. Was haben wir noch so? Ja. Dringende Übertragung auf allen Kanälen. Vom Sprecher. Nichts ist wichtiger. Wir glauben, dass die Schar dem Reisenden mit einem Ritual sein Licht entzieht. Was immer es ist, wir müssen es verstehen und zerstören. Können wir nicht mit denen reden und sagen, hier könnt ihr mir bitte da aufhören? Dann sagen die hier, ja okay, und dann hören sie auf. Na, die wollen aber nicht aufhören. Ja gut, dann müssen wir es halt machen. Ritual könnte in jeder der unzähligen Kammern hier stattfinden. Wenn wir Risse finden, die tief genug sind, kann ich die gesamte Scharfestung kartografieren. Mhm. Schön. Wo sind wir hier eigentlich? Ah, wir sind beim Riss. Also beim Phönix, Felschen. Mhm. Aber, willst du einsetzen, oder? Das ist mir wurscht. Mach ruhig. Ist ja egal, was einsetzt. Ja. Ändert sich ja nichts. Hilfe. Ein guter Scan, aber es reicht nicht, um das Ritual zu finden. Suchen wir weiter. Okay. Tschüss. Ach ja, das Ding gibt's ja auch noch.
Ja, es ist halt immer so weite Wege da. Naja, klar, da fährt man mit dem Ding hier. Dafür hat man es ja. So ein bisschen weiß ich ja, wo wir hin müssen. So ein bisschen. Ja, immer den Missionspunkt noch. Ja, auch wenn ich keinen Punkt hätte, wüsste ich wohin. Weil ich die Mission jetzt schon zum dritten Mal spiele. Da liegt ja schon wieder was. Ja. Ich hoffe, man kriegt hier noch einen Doppelsprung. Ich glaube aber nicht. Oh. Ich habe Maschinengewehr bekommen. So, Geist einsetzen. Moment, ich habe es. Wo? Aber wir müssen tiefer in den Tempel von Krota eindringen. Und wieder zurück. Ist das dein Ernst? Hat sich einfach mal überschlagen, das Ding. Das Teil macht Faxen. Lauch. Zap, zap, zap. Müssen wir eigentlich hin? Ah, ja. Zum Tempel von Krota. Da, wo wir gerade eben auch waren, nur ein bisschen weiter rein, oder? Oder ist das woanders? Ach nee, das ist ja da, wo wir zum ersten Mal auf die Schar. Also auf den Mond gekommen sind, oder? Kann das sein? Bin mir nicht sicher. War ich überhaupt richtig? Ja. Ja, das ist da, wo wir zum ersten Mal. Ah ja, das Haus da. Na, jetzt müssen wir hier hin. Dann. Boah. Scheiße, Wurfmesser verschossen. Wie viele P hast du gerade bekommen? Weiß ich nicht. 46 war es bei mir. Na komm, wir gehen weiter. Kevin, komm. Warte, lass mich den Originator noch platt machen. Ja, gut. Ach, lauf doch nicht weg, ey, du feige Pussy. Mit diesem Sprung kommt man nirgendwo hoch, ey. Ist schon weg. Ja, wird mir geklaut. 25 habe ich bekommen, und du? Weiß ich nicht. Oh Gott. Ich guck da unten nicht hin. Jemand versucht, Kontakt herzustellen. Vielleicht der Sprecher. Wir müssen ins Freie. Dort habe ich vielleicht ein stabiles Signal. Also freier geht nicht. Ne, denke ich mir auch gerade. Wir stehen hier unter freiem Himmel auf dem Mond, ey. Freier geht nicht. Muss doch hier der Empfang schlecht sein. Super bereit. Super breit. Super breit. Super breit. Boah, Katzin. Du bist interessant. Vielleicht nicht übermäßig, aber vielversprechend. Wer spricht da? Ich weiß nicht. Der Signal bricht ab. Hüter, ich weiß, was du vorhast. Das ist mutig. Aber du hast hier draußen viele Feinde. Wo draußen? Geh hinunter und stell dich der Schar. Wenn du überlebst, finde mich. Okay. Signal abgebrochen. Ich habe nur Teilkoordinaten. Venus, nördliche Hemisphäre, Ishtar-Gebiet.
Toll. Und was jetzt? Wir gehen runter. Wir gehen da jetzt rein und machen alles platt. Mmh, klingt nach einem Plan. Und dann gehen wir Kaffee trinken. Nice, ich zahle eine Runde Apfelkuchen. Yay, nee, beim Käsekuchen nicht. Oga. Ja, dafür war ich mein Gehalt die Woche nicht. Oga. Ja, was für Oga. Ein Oga. Ja, ein übernatürlicher. Ich hab jetzt erstmal meine Ulti-Kriegte gedrückt hier. Oh, schon weg. Ah, Hammer. Das war mal ein Oga. Ah, ich hab meine Quest auch fertig. Ich muss jetzt mit dem Chorer sprechen. Hast du die 50er schon durch? Ja, ja. Ich noch nicht. Warum ist hier keiner mehr? Warum ist hier keiner mehr? Na toll. Ich weiß gar nicht, wie viel ich noch machen muss heute mal. Achso, steht da. Ne, steht ist hier der? Nicht mehr, ne? Komm her. Steht da nicht. Zigeuner. Moment, wie viel muss ich noch machen? 30 habe ich gerade mal. Okay, was machst du? Ich hole hier die Typen noch weg. Dann komme ich nicht hoch. Ja, das Problem hatte ich auch, deswegen habe ich die Treppe genommen. Ja, dann komm doch einfach weiter. Das ist hier noch eine. Ich komm, ich bin bei dir. Nee, wär's eben nicht, wäre ich nicht zurückgelaufen. Ui, was liegt denn hier rum? Ich muss meine Ulti ein bisschen öfters benutzen, ich muss noch 20 Kills machen. Meine Ulti ist aber auch ein bisschen schwer, wa? Ich glaube, du hattest ja nur so ein, was weiß ich, was hattest du? Granate, ne? Ja, die schießt doch so eine Energieball ab. Ja, genau, und ich habe halt nur eine Pistole. Und dann muss ich mit Kills machen. Also, ja. Der hat halt nur 3 Schuss. Ja, das ist. Ein bisschen. Ja, da musst du gezielt schießen. Ja, und leichte Gegner abfallen, was? Sonst. Diese Ritter, ey. Sonst eh nix. So. Weiter geht's. Sieht gut aus. Ach, das war die Mission. Ah, jetzt weiß ich auch wieder, wo wir sind. Schade. Mit denen greifen sie auch die Erde an. Wenn wir es nicht schaffen, attackieren noch mehr davon unsere Heimat. Die Dinger hier. Das ist, was da rumsteht. Sure. Bitte. 455 Schaden macht so ein Messer. Ich bin Level up. Ich noch nicht. Ach stimmt, ich müsste meinen Controller anschließen, bevor hier noch ein Unglück passiert. Ich habe meine Super wieder bereit. Wo müssen wir hin, Dana? Bist du fertig? Kann ich den Controller kurz anschließen? Ja, mach mal. Mach. Ja, ich glaube dafür. Ich weiß nicht, wo der Stecker ist. Ja, das steht hier weiß ich auch nicht. An. Also der Mond ist wirklich durchlöchert. Also der Mond ist, da will ich nicht mehr hin. Entschuldigung, aber dass ich hier gerade noch rumstehe. Dass man hier atmen kann, ist schon... Außer das ist wegen der Rüstung. Kann ich mit dir sprechen? Klar, es ist wegen unserer Rüstung, sonst... Oh, die Scheibe von deinem... Was ist denn jetzt? Geh rein! Von deinem Kopf, die wabert so ein bisschen. Ich weiß, habe ich in der Cutscene gerade gesehen. Ich mir auch nur gedacht, was stimmt, da los? Ich habe ja was Neues bekommen. Kriegst du jetzt Strom? Kriegst du Strom? Yeah. Ich guck mal kurz, wird er geladen? Er wird geladen. Passt, wir können weitermachen. Warte mal, der hat was Neues.
Hör die Magazine im Pulsgewehr, müssen wir nicht. Pulsgewehr braucht keiner, was haben wir noch? Naja, nix viel. Oh gut. Weiter geht's. Oha, uiuiui. Autsch. Hier sind wieder die Seepocken. Nein. Na gut, Dude. Ist einfach mal so ein Schiff, ne? Ich soll jetzt mal eine fette Runde Gegner absetzen. Muss ich irgendwie klein, die Kleinen müsste ich jetzt mal abballern, ich brauche mal ein bisschen. Ja, mach mal. Gib derweil mal die der Hexe da hinten. Ja. Oh, 2000 Damage habe ich da gedrückt. Du kleiner Schäbiger, hä? Du willst mich holen? Ich treffe mich, was soll los? Jetzt hat. So, haben wir sie? Haben wir. Erste Welle geschafft. Mit der Shotgun hier, ey, du. Uiuiui. Na? Oh, da sind zwei Sachen rausgekommen. Ich kann meine Primärwaffe mehr mitnehmen. Bewache mich mal ganz kurz. Ja. Ich muss dann gerade mal was kaputt schlechtes. Ich meine, ich könnte jetzt natürlich auch den Tresor öffnen und alles da reinschmeißen, aber. Aber was macht er ja nicht? Habe ich jetzt gerade nicht da. Wo ist der fette Typ hin? Ah, da ist irgendwo da vorne drauf. Oder so. Weil die, meine Granate ist an dir abgeprallt. Was, an mir? Hm. Lol. Ja. Warum macht die Granate sowas? Weiß ich nicht. Sei. Tür, bitte aufgehen. Hier ist sie, okay. Die dunkelste aller Scharkammern. Dann mach auf. Ach, das war dies. Oh nein. Ich hole schon mal einen Raketenwerfer raus. Oh nein. Die Mission war blöd. Abschießen? Kannst du, warte mal. Aber eigentlich kannst du schon, ja. Und super bereit. Haben wir noch nicht. Aber kannst du machen. Voll daneben geschossen. Nein, doch nicht. Oh, 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 die Barriere hier ist nur ja zu krass. Toll, bewegt hat sie sich. Mal eben easy auseinandergeraped. Was ist jetzt? Was muss ich hier machen? Beschützen, beschützen, würde ich sagen. Okay, cool. Super bereit. Warte mal. Ja gut, ich mache einfach mal. Toll, einen Kill gemacht. Oh, wie ich sage, ich liebe diese Granate. Kommen aber noch mehr. Oh, Sphäre des Lichts, die nehme ich mir mal. Kodier das Innergramm. Was auch immer das der Unterschied zwischen Innergramm und kodierten Innergramm ist, oder ist das gleich? Ja, das Kodierte muss halt zu dem Typen hintragen. Es gibt sowieso nur Innergramms sind sowieso. Nee, ach nee, ja, stimmt. Nee, ein Innergramm ist doch immer das gleiche. Hm. Und wenn ich jetzt noch ein Ober oder so? Habe ich da irgendwas falsch gesehen? Kommt von der anderen Seite auch? Ne, kommt nur von der einen Seite. Okay. Gefallen. Ja, ich hab mich selbst geopfert. Ah, das war ein Ritter. Ach, das war ein Ritter. Ich hab gedacht, das wäre so ein kleines Ding gewesen. Nein. Nein.
Nein, wir sind beide einmal gestorben, das war ein Riesenfeld. Ist sie, die dunkelste aller Schar. Ja, ja, ist ja, gut. Auf. Ich hab nur gerade. Hä? Ich bin so ein Vollidiot. Ich schieß daneben. Und nochmal daneben. Ach komm, ey. Schlecht. So schlecht. Ja, so schlecht von mir, Mann. Was mache ich da? Wollen wir nochmal anfangen? Ja. Ich schieß zweimal mit einem Raketenwerfer daneben. Richtig schlecht. Vorhin beim ersten Mal war es richtig geil. Mit einem Raketenwerfer drauf, die erste weggeholt, dann Ulti bereit, zweite weggeholt. Was ist sie denn da? Ich hab mich selber erledigt. Nein, eine Sekunde! Ich hab mich selber eine erledigt. Eine Sekunde! Ich hab mich selber erledigt, Kevin. Eine Sekunde. Ah. Ist sie. Egal, jetzt geht's los. Jetzt hab ich super bereit auf einmal. Ja, das tut sich immer dann machen. Beweg dich ja nicht. Das ist die dritte. Jawohl. Das ist die dritte. Die hat's auf mich abgesehen. Lass mich zufrieden. Schieß noch einmal drauf, ja, bitte. Jawohl. Achso, ich hab auch super so, breit. Jetzt halt so muss man das machen. Ich bin auch super breit. Uiuiuiui. Der große Stein hat mich gehittet hier. Toll, die letzte Schuss habe ich daneben geschossen. Ist ja ernsthaft. Aber wirklich, dass da noch so ein Ogre gleich kommt. Verzieh dich. Wie ich sich immer auflösen. Durus B, okay. Was sind die denn? Durus Anexus. Ah, sie kommen wieder. Lacmus. Super Level up und super breit. Boah, verschwind. Wo ist denn. Hey, da war doch gerade einer. Jo, ho. Hallo? Verschwind! Verschwind doch! Lass mich endlich in Ruhe, geh weg. Bäm, es gibt sowas mit der Shotgun. Oh, hier liegen interessante Sachen. Eine Waffe. Mist. Oh, Munition. Mein Wurfmesser. Aber gleich kommt der Ohr, denke ich mal. Ich bin mir ziemlich sicher. Ja. Ja, ja. Da kommt er doch schon. Schieß mit deiner Ulti drauf und das ist gut. Vielleicht. Hat ihm nicht viel gemacht. Gefallen. Jo, ich war hinter dem Ding, bist du was? Ich war nicht ganz dahinter. Scheiße. Wo ist der? Der kommt zu mir. Okay. Komm nicht her. Ja, der versucht mich weiter kaputt zu schießen. Ja, ich bleib hier. Toll, meine Granate hat nichts bewegt. Nachladen. Und der ist falsch rum, so sehr treffe ich nix. Man muss in meine Richtung gucken, ich muss da ins Auge schießen. Mann! Ich treffe aber nicht, aber der ist gleich weg. Der ist gleich weg. Mann, ey, immer wenn ich aufnehme. Ja, schau mal, wir haben gleich.
Ah, Mann. Ja, Mann, easy. Gut. Geist einsetzen. Lalalala. Was ist das? Ich sehe mir das mal an. Das ist ein Stein. Stück des Reisenden. Okay. Sie haben es gegen den Reisenden selbst eingesetzt. Sein Licht verschlungen. Aber wir haben es befreit. Es ist weg. Zu Hause. Und unsere neue Freundin meinte, auf der Venus gibt es noch schlimmere Feinde? Oh Gott. Neuschritt. Sprich mit dem Sprecher. Okay, ja. Hat der jetzt nicht ewig gedauert, ne? Also so 30 Minuten pro Folge ist schon guter Ansatz. Ja, wäre ich mir gleich beim ersten Mal geschafft, aber ich musste dann Scheiße bauen. Ja, ich musste dann so einen Ritter... Ich bin von dem scheiß Ritter nicht richtig weggegangen. Ja, und ich habe nicht gesehen, dass es ein Ritter ist, sonst hätte ich nicht gemessert. Aber ich hätte schon gemessert, wenn du dann schneller weggegangen. Tode 2, Tode 3, ja, passt. Hast du denn da gekommen? Ist in Ordnung. Oder auch so ein Reif, ja. Da habe ich aber gerade irgendwas aufgesammelt. Ich glaube, das ist besser. Ja, wir müssen sowieso. In der nächsten Folge werden wir im Turm starten. Und dann tun wir erstmal alle Enagramme und sowas alles abgeben und Sachen löschen und was weiß ich, neue Quests annehmen. Bomben legen. Ich meine, wir haben jetzt zwar noch eine Quest. Ne, wir müssen sowieso noch. Wir haben sowieso. Deswegen sage ich mal danke fürs Zusehen. Wir machen das in der nächsten Folge dann im Turm. Jo. Dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.